Ja, hallo Leute, willkommen. Wir haben hier Auftragsreihe 7. Es gibt noch eine, seht das vielleicht im Hintergrund. Aber wir gucken uns erstmal Woche 7 an. Zersteche Reifen sollte kein Problem sein. Geht nach Mega City, da stehen viele Autos. Ich werde Autos benutzen. Ich weiß jetzt nicht, Motorrad, ob das jetzt auch funktioniert oder gezählt wird. Also funktionieren tut das schon, aber ob es gezählt wird, weiß ich nicht. Oder ob es bei Autos überhaupt generell gezählt wird oder nur wenn diese Offroad-Reifen dran sind, aber müsste eigentlich gehen. Dann haben wir 2 von 2, das wird zwar hier nicht angezeigt, aber ich habe das alles. Und zwar lande bei Breakwater Bay oder Frenzy Fields und sei unter den Top 20. Top 20 heißt, wenn ihr seht, die Anzahl ist jetzt genau 20 Leben an Spielern, dann wird das so nur so gezählt. Nicht mit Duos, Trios und Teams, dass man da jetzt unter den mit dem Team das 20. Team ist, das überlebt hat. Nein, man muss nur die Spielerzahl 20 erreichen oder darunter sein und dann, wenn man eliminiert wird, dann hat man es geschafft. Natürlich würde ich empfehlen, Teams zu spielen, weil die Leute da relativ schnell ja, besiegt werden. So, dann die Gegner mit Zielfernrohrwaffen Schaden zu. Die einzige, die ich kenne, ist DMR. Ja, trifft man nicht wirklich viel mit. Also, man müsste die dann halt ein bisschen spielen. Also wo ich drauf hinaus will, also wenn ich die Gegner anschieße, manchmal connectet es nicht, manchmal dann schon, aber die, ja, geht eigentlich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das MK7 jetzt auch noch dazu zählt. Es hat zwar so ein Fernrohr, aber ein Zielfernrohr selbst, ich weiß nicht, kann man das benutzen oder kann ich? Ich weiß es nämlich nicht. Das dafür zählt eigentlich schon. Dann kommen wir zu 2 von 2. Und zwar bei Frenzy Fields oder Brutal Bestien. Entweder Kisten oder Munitionskisten durchsuchen, sollte kein Problem sein. Findet man ja relativ viel hier. Bei Brutal Bestien sind viele Kisten, 10 Stück öffnen. Dann allgemein eliminiere Gegner mit Maschinenpistolen, liegen überall rum, sollte kein Problem sein. Würde ich empfehlen, in Gruppenkeile zu machen, weil da ist ja auch ziemlich viel los und dann trifft man auch ziemlich viele, wenn der Kreis immer zuer geht, zum Beispiel, oder regulär spielen, das geht natürlich auch, ne? Und die fünfte Aufgabe ist, Spende Barren sollte auch kein Problem sein. Also, weiß nicht, am besten direkt 2 Waffen aufwerten und schon hat man's. Das Level-Up-Marke ist, da müssen wir in einer Ruine ein Puzzle lösen. Das heißt, hier am besten ist eine. Ganz hinten, glaube ich, ist auch einer. Dann ist das ja immer so, dass man unten, also zum Beispiel bei der hier, ganz unten so, soll ich sagen, so Lichter sind. Die muss man alle so, wie sie oben angezeigt werden, lösen und damit hat man das Puzzle gelöst. Sag ich mal, oben ist jetzt zum Beispiel, ja, wie soll ich sagen, oben ist die Lampe an. Rechts ist die Lampe aus, in der Mitte ist sie aus, ne? In den anderen 2 Stellen zum Beispiel sind die wieder an und das muss man dann unten auch so machen. Dann hat man das Rätsel gelöst. Muss sagen, ist viel angenehmer als letzte Woche mit den Bienen. Ja, das war's dann. Dann haben wir noch Schlachtstäbchen, Bonusziele. Ja, es sind wieder so Aufträge, sammeln Munition. Ich weiß
Weiß gar nicht, ich hab da nicht alles von. Habe ich da alles von? Muss mal gucken. Ja, doch, doch, ich hab's. Da sind aber gerade erst vier verfügbar. Deswegen, es werden noch eine Menge kommen anscheinend. Was haben wir denn hier? Also das mit dem mit der Munition haben wir. Was ist das denn hier? So verpixelt, ich sehe das ja kaum. Ne, da muss ich mal kurz anders drauf stehen. Na, warum ist denn? Ah ja, hier. Oh, das ist mit der Munition. Ah ja, hier. Da habe ich Munition sammeln, dann sammeln ein Korall. Irgendwas mit Korallen, ich weiß nicht. Auch der versteckte Insel. Wo haben wir denn hier eine versteckte Insel? Die? Dann sammel Fische von Kühlerboxen. Die stehen überall rum. Von Eismaschinen oder von Truhen. Obwohl Kühlerboxen und Eismaschinen trifft eher mehr zu, als dass man die aus einer Truhe bekommt. Fische, wenn man Fische sitzt, ne? Dann müsst ihr wieder zum Tigerfisch, also hier den in dem Gesicht. Dann müsst ihr den Turk oder den Raptor in einem Duell besiegen. Das ist ja irgendwo hier der mythische Boss. Und einmal der, der bei The Apparat steht, meine ich, ist das. Und die letzte ist dann, kehre zum Tigerfecht zurück. Es gibt hier noch zwei weitere Auftragsreihen. Das heißt, man kriegt dann noch ein Spray. Naja, mal sehen. Hier steht irgendwas mit Hidden Quest. Die Korallbuddies sind irgendwo. Ach so. Ja, mal gucken. Ich muss mich da auch mal schlau machen, wo man die geheimen Insel findet.